unterwegs, mich unterwegs, ist das Einzige, was man hört. Ja, aber warum hört man nicht immer Micha zu Hause? Weil es da auch nicht viel zu erzählen gibt, wahrscheinlich genauso viel wie bei einem Micha unterwegs eigentlich, ne? Und so muss man das auch mal sehen. Bis darauf, dass man meine ekelhaften Beine auch noch sieht. Das kann ich nicht dulden. Ja, so ein Micha unterwegs ist ja eigentlich auch nichts anderes als ein Micha zu Hause, beim Kartoffeln schneiden. Oder schälen, schneiden. Und weiterem Gedöns, sagen wir mal. Was gibt's denn Neues? Demnächst ist mir gerade so eingefallen, kommt Burnout Paradise Remastered auf Konsole und nachträglich dann auf dem PC. Das wird wahrscheinlich für mich noch eine sehr interessante Sache werden. Ansonsten, was soll man groß erzählen? Was erzähle ich meinem Micha unterwegs, dass ich gerade unterwegs wohin bin oder gerade von irgendjemandem oder irgendwas komme? Aber ansonsten ist das eigentlich auch nicht mehr. Im Moment warte ich noch auf ein Paket, was noch kommt mit meiner Microsoft 600 Wired Tastatur. Also eine Standard Office Tastatur. Kostet allerdings nur 10 Euro. Unter anderem ist ja auch die Intex-Matratze, also mehr oder weniger ein Luftbett. Das gibt es jetzt im Set bei Amazon für 20 Euro. Ich glaube 21,69 Euro gibt es das jetzt im Dreier-Set. Das heißt, man kriegt... Oh, da ist ein Mülltonne umgefallen, da muss ich nochmal gucken gehen. Das mache ich in ein paar Minuten, ich mache mal eben die Kartoffeln auch fertig. Ja, da rutschen die Mülltonnen. Also wir haben im Moment tierische Sturm drin hier. Auch schrecklich. Ebenfalls geht es morgen zum Friseur und Co. Weil ich ja mittlerweile aussehe wie ein Tier. Und naja. Im Großen und Ganzen, wie gesagt, gibt es... ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mal, warum ich Kartoffeln schneide, weil sie jetzt langsam weg müssen, weil sie alt werden. Und da wird sich schon was finden, weil, naja gut, Leute, die mich kennen, wissen ja, dass ich generell kochtechnisch eigentlich meist selber koche, weil die Zeit muss man sich ehrlich gesagt ja auch nehmen können und schadet dir ehrlich gesagt auch gar nicht. Nick. Ach ja. Was wollte ich eigentlich mitgeteilt haben? Irgendwas war... Es war ja angesagt, das hatte ich ja in England nicht unterwegs, hatte ich doch mitgeteilt, der All-in-One-PC, Schwaller. Der feine Herr hat jetzt Kontakt mit mir aufgenommen und gesagt, dass das wohl bis Ende März noch dauern wird. Da wir allerdings jetzt heute den 1. März haben und ja gesagt ist, bis Ende März dauert es noch, werdet ihr, und vor allen Dingen auch ich, mich da noch bis Ende März gedulden müssen. Wieso darüber aufregen, ne? Ist ja, ehrlich gesagt, ziemlich latte, die Dinger werden auch mal kleiner. Das ist, wenn du hier diese, wenn du ja billigen kaufst, da bist du auch angeschissen. Da bist du wirklich jedes Mal angeschissen mit deiner Geld. Schrecklich, kann ich mal sagen. Ich sag mal schrecklich, das ist immer dasselbe. Nervig. Falls ich falsch was ich mache, ich weiß es gerade selber nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass ich wohl eine Kartoffelsuppe mache. Und dann muss ja eine Menge Kartoffel, dann muss ich aber erstmal noch die Kartoffeln gewaschen, beziehungsweise kommt die Stärke von den Kartoffeln runter. Deswegen schneide ich immer ziemlich kleine Stücke und dann wasche ich die im Wasser ordentlich aus, sodass die Stärke der Kartoffeln raus ist. Dann wird nochmal mit Wasser aufgefüllt. Dann macht man vernünftigen Vorrat fertig, macht dann die Kartoffeln rein, Würstchen und dann halt auch verschiedene Suppengemüse reinschnibbeln und hier und da und überall, das kommt gleich noch. Davon kriegt ihr dann wahrscheinlich mal nichts mehr mit. Und je nachdem wird dann eventuell noch ganz schnell hier und da und überall ein bisschen noch was mit dem kleinen Stabmixer rumgerödelt und dann haben wir eine schöne kleine Kartoffelsuppe für heute Mittag. Und oder für heute Abend Scheibe Brot dabei, man kennt das ja. Aber dann halt, wie man ja sieht, ein paar Kartoffeln mehr, denn willst du ja mehr oder weniger auf den Gabel haben. Und es ist früh und so früh ist ehrlich gesagt gar nicht, ne? Na, eigentlich nicht. Ja. Aber ich sag ja,
Sonst fällt mir ehrlich gesagt gar nichts mehr an. Sonst gibt es allerdings auch nichts mehr. Das heißt, wir werden auch diese Kontrollfülle fertig machen. Und dann werde ich mal aus dem Bild springen. Ja, All-in-One-PC kommt noch. Was ist noch unterwegs? So ein kleines USB-Licht, auch unwichtig, wie gesagt, die Tastatur. Wie gesagt, da brauchen wir auch kein Unboxing von, genauso wie die das Luftbett für euch nicht gerade interessant ist. Also das Auspacken auch so ziemlich uninteressant dadurch ist, unter anderem. Und hier und da und überall, ne? Und hier und da und überall. Was ist noch unterwegs? Ja, weiß ich gar nicht. All-in-One-PC von TokyoTweet.com, solltet ihr auch mal gucken, gell? Ist auch so eine japanische Süßigkeitenklamotte, aber dann wiederum nicht so ein Chipsgedöns etc., sondern da geht es mehr oder weniger rein um die Süßigkeiten aus China. Die schicken mir wohl gratis eine Box zu zum Testen. Dauert natürlich aber auch ein paar Wochen. Dann kommt ja noch das Verne X. Das dauert aber auch 2 Wochen, bis es da ist. Und in diesem Sinne würde ich mal sagen, machen wir noch einen großen Schnitt. Und ja, damit bin ich raus. Wo sind denn jetzt schon wieder die Würstchen?